sind die nächsten XA Weekly News, diesmal mit Kalenderwoche 20 2024. Meine Stimme geht so ein bisschen besser mittlerweile. Ich habe allerdings immer noch diesen Hustenreiz hier. Ne? Also jetzt gerade, wo ich rede, habe ich immer das Gefühl, scheiße, ich muss gleich husten, das kitzelt hier drin. Ich habe schon alles ausprobiert, alle möglichen Bonbons, Salbeitee, weiß der Geier. Es hilft einfach nichts. Vielleicht habt ihr ja noch eine Idee. Also hier unten drin ist so ein Kitzeln. Das macht mich wahnsinnig beim Reden. Also ich könnte die ganze Zeit husten. Wetter ist gut hier tatsächlich. Wetter ist gut. Sonne, ja. Allerdings, wie gesagt, macht sich das ganz, ganz stark in meinen Statistiken auf YouTube bemerkt. Also keine Sau guckt irgendwas mehr. Also eigentlich kann ich auch sein lassen. Tschüss. Nein. Also ich mache natürlich trotzdem weiter, aber ich werde natürlich ein bisschen die Videos reduzieren, weil das bringt auch nichts, wenn ich die ganze Zeit irgendwelche Spiele zeige oder irgendwas und keine Sau guckt das. Ne? Da kann ich es halt auch sein lassen, aber die Weekly News mache ich und ja, wenn irgendwas Gutes ist, zeige ich das natürlich auch. Aber nicht mehr in den Sommermonaten, weißt du, dass ich so jeden Tag ein Video zeige, das macht einfach keinen Sinn. Ja, das guckt keine Sau und ich verstehe es auch, weil die Leute wollen rausgehen und draußen Spaß haben. VR ist halt einfach nichts für den Sommer, seien wir ehrlich. So, gibt wieder alles zum Thema XR, Hardware, Spiele, Releases und Sales. Danke an meine Sponsoren, Woodghost VR, Oppermann Events, Virtual Escape Area 1 und Virtual Reality Center Basel. Viel Spaß mit dem Video und los geht's! Voodoo.de. Ja Leute, es gibt ja diese Steam-Link-App, ne, die man auf die Quest installieren kann, wo man dann viel schneller auch Steam VR benutzen kann. Da muss man einfach, der PC muss im gleichen Netz sein, dann drückst du auf Connect und dann passt das. Und da gibt es jetzt das Steam VR Update 2.5, was diese Verbindung nochmal verbessert. Ja, wir haben zum Beispiel ja, so ein bisschen Tracking-Stabilitätsverbesserungen. Ne, dann haben wir ja ein Problem, wenn man die Verbindung initialisiert, dann kam es manchmal zu so Verbindungsabbrüchen oder dass es überhaupt nicht verbunden wurde. Das hatte ich auch. Das ist jetzt auch gefixt worden. Dann ein Fix, wenn man aus dem Standby-Modus rauskommt. Probleme, wenn USB-Geräte eingesteckt oder entfernt wurden. Und was sie jetzt hiermit meinen, weiß ich nicht. Zwei zusätzliche Crashes sind behoben worden. Welche das sind, steht jetzt hier nicht, aber umso besser. Ne? Und dann noch Probleme mit Video-Encoder-Initialization auf AMD GPUs, ja. Das ist geil und man merkt da auch, dass Valve weiß, dass die Quest nicht unwichtig ist für PC-VR, für Steam-VR. Ich finde das gut, dass Valve da weiter Gas gibt. Also man merkt schon, die sind interessiert daran an VR. Auch, die sind auch interessiert daran, nicht nur ihre eigene Brille, die Valve hier zu supporten, auch andere. Und das ist eine super Sache. Ja, die Quest 2 und die Quest 3 kriegen einen experimentellen Reisemodus. Das bedeutet, vor allem, wenn wir fliegen natürlich. Ich gehe mal davon aus, dass die wenigsten das ausprobiert haben, im Flugzeug die Quest zu benutzen. Wenn man das gemacht hat, dann sind ganz verrückte Sachen passiert. Zum Beispiel, wenn das Flugzeug runter oder hochgegangen ist oder beschleunigt hat, dann sind die Sachen alle so weggedriftet durch die Gegend, ja. Und, oder bei Turbulenzen ist das durch die Gegend gewackelt und so. Und jetzt kann man in den experimentellen Einstellungen, wenn man das Update Version 65 hat, bei der Quest 2 und der Quest 3, kann man diesen Travel Mode aktivieren, diesen Reisemodus. Und das bedeutet, das Headset erkennt dann, wir sitzen im Flugzeug und stabilisiert die ganze Sache dann. Das ist natürlich ziemlich cool. Und dann kann man natürlich jetzt hier so Sachen spielen. Also man sieht das hier. Hier hat auch, ich glaube, der Sack persönlich ist es, genau. Der hat ein Video aufgenommen, ist bestimmt sein Privatjet, gehe ich mal von aus, dass er dann jetzt hier im Flugzeug die Filme ganz normal gucken kann und auch sogar Sachen zocken kann. Das ist natürlich geil, wobei ich weiß nicht, ob ich das machen würde. Das sieht schon reichlich albern aus, wenn du sitzt in der Reihe mit vier Leuten und ich sitze vielleicht auf dem zweiten Platz und hab die Brille dann auf und mach dann hier so, ich würde es nicht machen. Ne? Ich finde es unangenehm. Ne? Ich fühle mich dann wie ein Vollidiot. Aber ich meine, das muss ja jeder für sich selber. Ich meine, letztendlich kann es mir auch schnurzpiepegal sein, was die anderen denken. Ne? Aber irgendwie, naja. Vielleicht dauert es noch ein paar Jahre, bis man sich dran gewöhnt hat. Ja? Auf jeden Fall kann man das jetzt machen. Übrigens haben die auch eine Kooperation mit Lufthansa. Und
da gibt es bei einigen Flügen dann die Möglichkeit, sich in das Wi-Fi einzuloggen. Und da kriegst du dann auch zusätzliche Angebote, so Entertainment und Spiele und sowas von Lufthansa. Das ist auch eine coole Sache. Also Meta gibt da schon insgesamt echt Gas in allen möglichen Bereichen und das gefällt mir ganz gut. Es gibt eine neue interessante Zahlungsmethode von Pimax. Man muss jetzt nämlich nicht mehr den gesamten Preis bezahlen, wenn man das Ding einfach mal ausprobieren will. Das nennt sich Trial Payment, Final Payment. So, wie funktioniert das Ganze? Also es ist natürlich bei uns in Europa verfügbar, auch in USA und Kanada und UK und Australien und Neuseeland. So, folgendes. Also, hier sieht man das ganz gut. Ihr bestellt das Ding auf der offiziellen Seite, ganz normal. Natürlich über meinen Link, dann kriegt ihr nämlich nochmal ein bisschen Bonus. Ganz wichtig, ja, wenn ihr euch dafür entscheidet, Pimax Crystal, Pimax Crystal Light oder was auch immer, geht via meinen Link und dann auch den Couponcode. Und dann haben wir beide was davon. Ist immer gut, ne? Win-win. Ihr geht also über den Link und dann geht ihr auf die offizielle Webseite und sagt dann, ihr wollt diese Trial Payment machen. Ja, so. Und dann zahlt ihr nämlich weniger. Ihr zahlt nicht den vollen Preis. Das zeige ich euch gleich unten. Und dann kriegt ihr das Headset. Und dann habt ihr 15 Tage quasi Testzeit. Ja? Und könnt dann ja alles ausprobieren. Läuft das bei euch? Ist das toll oder so? Und dann ja, müsst ihr euch natürlich irgendwann entscheiden. Okay, will ich das haben? Dann zahlt ihr den Rest. Und wollt ihr es nicht haben? Dann schickt ihr das zurück und kriegt dann das gesamte Geld wieder zurück. Und das ist natürlich sehr interessant. Ja? So, hier ist jetzt zum Beispiel, wir haben die Crystal Light mit Local Dimming, mit Controllern und mit der Lighthouse Faceplate. Kostete mal 900 und ihr zahlt dann als Trial $700. Das sind immerhin 200 weniger. Das macht, das ist jetzt natürlich nicht, geiler wäre es natürlich, wenn es umgekehrt wäre, wenn es nur 200 wären, aber gut, das ist natürlich dann wahrscheinlich für die auch kein Lohner, weil ich meine, das ist ja dann benutzt, das Ding, ne? Das muss man ja auch sehen, die müssen das ja dann irgendwie als refurbished oder weiß der Geier verkaufen. Ne, und dann zahlt ihr halt $699 und habt dann 15 Tage erstmal Zeit und dann, wenn ihr wollt, könnt ihr dann die $200 extra bezahlen. PayPal und Kreditkarte übrigens. Ja, und das Ganze geht dann auch mit der Local Dimming Headset-Only-Version. Ne, $800, da zahlt ihr 600. Ist eine coole Sache. Ich meine, es ist besser, erstmal 600 zu zahlen als 800. Ne? Ich hätte mir zwar ein bisschen mehr gewünscht, mehr Rabatt quasi für die Trial-Aktion, aber um Gottes Willen, das ist besser als nichts. Ne? Ja, und das könnte jetzt für einige, die sagen, ah, das ist jetzt doch ein bisschen viel auf einmal, ich habe gerade nur so und so viel, könnte vielleicht ein bisschen besser sein. Ja, so, jetzt die Frage, die ich mir persönlich stelle, wie läuft denn das jetzt mit dem Zoll und so? Ja, das ist natürlich auch bei denen, also wenn das jetzt nicht aus der EU kommt, dann musst du den ja erstmal bezahlen und den kriegst du natürlich nicht zurück. Ich glaube, dass das aber über die EU dann kommt, ja, weil alles andere würde dann irgendwie wenig Sinn machen. Das muss ich nochmal bei Pimax klären, die haben mir bis jetzt noch nicht geantwortet, ja. Schreibe ich in die Kommentare, sobald ich das weiß. Und dann, ja, was haltet ihr davon? Beeinflusst das jetzt irgendwie eure Entscheidung oder nicht? Das würde mich mal interessieren. Schreibt es gerne mal in die Kommentare. Apple hat quasi die Baupläne freigegeben der Apple Vision Pro. Und zwar sehr detailliert. Zumindest was das Headset an sich und die Halterung und so angeht. Ja, und das ist natürlich eine gute Sache. Man sieht hier sehr viele Details, wie die Halterungen hier fest sind, die genauen Maße und so, wie die Speaker dran sind. Ne? Sogar die optischen Einsätze, ja, und was bedeutet das natürlich? Ja, wir werden natürlich jetzt viel schneller Zubehör für die Apple Vision Pro bekommen, ja, das ist immer eine gute Sache, weil das
ist ja in den meisten Fällen wesentlich günstiger als das Apple Vision Pro Zubehör. Ja, zum Beispiel die Linsen oder das Headstrap an sich. Ja, da kann man sicherlich einiges jetzt erwarten. Es geht dann auch viel schneller, die Entwicklung, wenn die Third-Party-Entwickler dann natürlich die offiziellen Baupläne von dem Ding haben, ist ja klar. Und das ist eine coole Sache, dass Apple ist, ich weiß nicht, ob es typisch ist für Apple, ich glaube eher nicht, ja, dass sie sowas freigeben. Die wollen ja eher immer in ihrer eigenen Blase und ihr eigenes Zeug verkaufen, aber ja, das ist ein gutes Zeichen, würde ich mal sagen. Und ja, ich bin natürlich dann mal gespannt, wann das Ding hier aufkreuzt. Ne? So, diese Seite dürfte den meisten relativ bekannt vorkommen. Das ist die Meta-Seite. Hier kann man dann Apps und Spiele und so. Ne, hier sind ja die ganzen normalen Spiele, ne, Beat Saber und all so ein Zeug. Aber guckt mal jetzt hier. Da ist das App Lab jetzt. Das war vorher versteckt. Und jetzt ist das eine offizielle Kategorie auf der Meta-Seite. Ja, an der App auch. Und hier haben wir jetzt viel besseren und schnelleren Zugriff auf die App Lab Spiele. Ne? Ich bin mir immer noch sicher, dass relativ viele MetaQuest-Besitzer entweder gar nichts vom App Lab wissen oder gar nicht wissen, wie man da reinkommt. Ne? Die haben das vielleicht immer, weiß der Geier, irgendwie per SideQuest oder sonst irgendwas gemacht. Ne? Und jetzt kannst du halt einfach hier irgendwo reingehen, zapp, und dann kannst du dir sagen, installieren, ne? Wenn du natürlich eingeloggt bist und alles. Und das ist ja schon mal erstmal eine echt coole Sache. Ja? Also so kann man natürlich den Entwicklern eine viel bessere Möglichkeit geben, ihre App, ihr Spiel quasi zu veröffentlichen. Das ist jetzt wesentlich präsenter, sage ich jetzt mal. Ne? Ein guter Schritt von Meta, das jetzt hier reinzumachen, ist zwar immer noch nicht in der offiziellen Spiele-App, aber man sieht es halt hier oben jetzt. Ja? Also das ist schon wirklich was ganz anderes. Und ja, ein guter Schritt. Geht gerne mal rein. Ne? Also geht hier oben auf App Lab und hier könnt ihr auch in die Kategorien gehen. Ne? Adrenalin hier, alle durchstöbern, Fitness. Ja, da ist auch einiges. Einfach mal ausprobieren. Ne? Warum nicht? Coole Sache. Habt ihr Bock auf ein Adventure-Rätselspiel, was gar nicht mal so einfach ist? Dann schaut euch das mal an. Das ist ja quasi der Nachfolger von Myst. Das war damals ein relativ schwieriges Puzzlespiel für den PC, war es zumindest, glaube ich. Und jetzt gibt es Riven, das ist ja der Nachfolger dann, bald in VR. Also das ist ja quasi ein Remake des Spiels und zusammen mit dem Remake kommt der VR-Modus raus. Ja, und das wird verfügbar sein für Quest 2 und Quest 3 und Steam VR. Hier sieht man das nämlich auch. Hier steht dann auch unterstützt VR. Ne, das kommt dann irgendwann 2024 raus. Ich bin sehr, sehr gespannt darauf, weil die Grafik sieht auch sehr geil aus. Ne? Ich denke mal, dass die PC-VR-Version dann noch besser aussieht. Und ja, dann können wir da mal ein bisschen puzzeln. Also ich werde da wahrscheinlich wieder kläglich versagen. Ne? Das ist so ein Spiel, was du wirklich in Ruhe zocken musst. Ne? Und ich freue mich trotzdem drauf. Achso, hier steht sogar auf Mac, ne? Sehe ich jetzt gerade. Ne? Also manchmal fragen die Leute, ja, kommt es auf Mac? Sehr interessant auch. Ich freue mich drauf. Sommer 2024 ist das offizielle Datum. Was genaueres weiß man leider noch nicht. Wann kommt eigentlich die Apple Vision Pro nach Deutschland, fragen sich vielleicht einige. Wenn man dem Mark Gurman glaubt von Bloomberg, der ist ja durchaus bekannt, dass er schon vor dem Release der Apple Vision Pro einiges geleakt hat und das hat vieles gestimmt. Der sagt nämlich, dass derzeit einige Apple-Mitarbeiter außerhalb von den USA in den Stores geschult werden, wie man die Demo macht von der Apple Vision Pro. Und er nennt speziell einige Länder. Guckt mal hier. Germany, France, Australia, Japan, South Korea, Singapur und China. Germany, Leute. Mich wundert hier, dass aus Europa gerade mal zwei Länder hier. Es kann natürlich sein, dass es nicht vollständig ist oder so. Aber da wird dann tatsächlich schon geschult, so wie es aussieht. Und wenn man das hochrechnet, wann damals die US-Mitarbeiter geschult werden, dann könnte das schon sein, dass sogar
Ende Mai, also Ende diesen Monats oder im frühen Juni die Vision Pro hier verkauft wird. Ja? Und die absolut interessanteste Frage, die ich mir stelle, was wird das Ding in Deutschland kosten? Was wird das Ding in Euro kosten? Ja? Ich befürchte, an die 5.000, oder sagen wir mal, ja, irgendwas zwischen 4.000 und 5.000 Euro, ja, ist mein Tipp, weil da kommt ja immer noch Steuern und den ganzen Kram drauf, ja. Das wäre schon wirklich ganz brutaler Shit, ja. Also ist mir viel zu teuer natürlich, das ist absolute Geldverbrennung. Ich hätte sie gern, habe ich ja auch schon öfter gesagt, mir hat die auch gefallen, aber das Preis-Leistung ist einfach Quatsch, ja, das ist in gar keinem Verhältnis. Klar ist das Ding mega geil, aber es ist einfach zu teuer. Das kann ich mit meinem Gewissen nicht vereinbaren und auch mit eurem, die ihr mich supportet. Ne? Also es gibt ja viele, die mich schon jahrelang supporten. Ne? Könnt ihr übrigens machen, wenn ihr über meinen Link im ersten angepinnten Kommentar geht, da könnt ihr mich ab einem Euro supporten oder irgendwas. Viele supporten mich seit Jahren mit einem Euro im Monat, sind froh darüber, kriegen immer frühen Zugang und ich könnte das einfach mit meinem Gewissen nicht vereinbaren und mit eurem auch nicht. Ja, so viel Geld dafür auszugeben, das kann ich einfach nicht machen. Ja, wenn meine Höchstgrenze für das Ding wären 2.000 Euro, ja, das würde ich noch machen. Ja, weil ich kann ja dann auch Content liefern, das ist ja nicht so, da gibt es ja auch coole Sachen für. Aber das ist wirklich das Allerhöchste, was ich mir antun würde. Ne? Und selbst da, ja. Aber gut, für wen von euch wäre das denn interessant, die Apple Vision Pro in Deutschland zu kaufen? Schreibt's mal. Schauen wir uns die Releases an diese Woche. Auf Steam haben wir Hunter Beat. Ja, das ist so ein kleiner Entspannungs-Shooter, kann man kostenlos spielen. Dann haben wir Starship 43. Das ist ein Ego-Shooter im Weltraum. Dann haben wir Love On. Ja, es ist quasi so eine Romantik-Dating-Simulation. Ja, nur für Erwachsene übrigens. dann haben wir Blacktop Hoops. Eine Basketball-Simulation. Dann haben wir Stride Fates. Das habe ich auf meinem Kanal gezockt. Sieht so aus, als wenn ich einer der wenigen bin, die das gar nicht so schlecht finden. Also ich habe das auch ein bisschen weiter gezockt mal. Viele sagen ja, das ist alles mit AI generiert und das ist alles langweilig. Also, vielleicht liegt es auch einfach daran, ich zocke ja im Gegensatz zu vielen anderen jeden Scheiß. Ja, ich zocke ja fast jedes Spiel an und davon sind 95% Schrott. So, und das meiste zeige ich ja dann auch gar nicht. Ich gucke einmal kurz rein, da reichen mir manchmal 10 Sekunden, dann denke ich mir, ja, und deswegen finde ich vielleicht das Spiel hier besser als die meisten, weil es zwischen den ganzen Spielen, die nicht so geil sind, trotzdem noch gut ist. Ja, also, es ist schwierig für mich, ja, das zu beurteilen. Mir hat es Spaß gemacht. Ja, ich hatte da Spaß. Oder sagen wir mal, mehr Spaß als mit vielen Spielen, die ich in letzter Zeit gezockt habe. Das ist es halt. Ja, und ich hatte da auch keine Fehler entdeckt. Also, außer dass vielleicht die Waffe mal aus der Hand gefallen ist, wo ich nicht wollte, aber Gott, da habe ich andere Spiele in letzter Zeit gezockt, da zum Beispiel Madison VR, wo ich 1000 Bugs und so drin hatte. Aber gut, das ist halt so. Dann auf der Quest haben wir Some Assembly Required. Roboter bauen habe ich auch schon auf meinem Kanal gezeigt. Ist ganz schön komplex, ja, muss man Bock drauf haben. Dann auch Blacktop Hoops. Dann Ultimate Swing Golf, eine Golfsimulation. Dann haben wir Retropolis 2. Das habe ich schon mal auf PC VR gezockt. Ist ein schönes Adventure. Hat mir auch Spaß gemacht. Dann Masters of Light. Das ist so ein Rhythmus-Action-Spiel. Das kann man auch mit Handtracking zocken. Und auch auf der PlayStation VR 2 Stride Fates. Hier scheint es eine bessere Bewertung zu haben. Ja, das waren die Releases diese Woche. Und schauen wir uns noch die Sales an. Auf Steam haben wir Blair Witch VR. Das ist ein Horrorabenteuer, kriegt ihr 80% günstiger. Dann das ganze Serious Sam VR Franchise kriegt ihr sehr viel günstiger. Hier das zum Beispiel um 85%. Dann haben wir The Talos Principle, auch ein sehr schönes Rätselspiel mit Licht und so.
Das kriegt ihr 70% günstiger. Paper Beast, auch ein sehr entspannendes Action-Abenteuer, würde ich sagen. Oder sagen wir nur Abenteuer, 75% günstiger. Dann ein brutales Nahkampfspiel. Gorn, 50% günstiger. Dann auf der PlayStation VR 2 Hubris, tolles Abenteuer, 50% günstiger. Hello Neighbor, Search and Rescue, Schleichspiel, 45%. Prison Boss VR, ja, wir sind ein Gefängnisboss, wir müssen illegale Sachen machen, 50%. Thumper, Musik, Action, Spiel, 50% günstiger. Und Demeo, super tolles Brettspiel quasi, 50% günstiger. Das waren die Weekly News diese Woche. Wie gesagt, überlegt man mich zu supporten. Erster angepinnter Kommentar. Kann nicht schaden, 1 Euro im Monat. Das wäre cool. Oder über meinen Amazon-Link einfach gehen. Ne? Viele kaufen ja über Amazon. Geht einfach über meinen Link, habt ihr mich auch supportet. Bis zum nächsten Mal. Daumen nach oben, haut rein. Ciao. Voodoo.de